Hallo zusammen und erst nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn wir schon wieder Mitte Januar haben, aber das ist das erste Video im neuen Jahr hier auf dem Kanal. Ja, und heute soll es mal darum gehen, was hat eigentlich unsere Cruise- and Roadtrip-Reise letztes Jahr im Oktober gekostet? Wir waren da ja 4 Tage mit der Navigator of the Seas unterwegs und haben dann noch so einen kleinen Roadtrip über den Highway 1 von Los Angeles bis nach San Francisco gemacht. Ja, und da wollte ich heute einfach mal so ein bisschen erzählen, was haben eigentlich welche Punkte quasi oder welche Sachen gekostet letztendlich, was haben wir da ausgegeben, was hat das überhaupt beinhaltet, so auch Hotels oder so, wie waren die, haben wir jetzt was besonders Teures genommen oder worauf haben wir da geachtet? Einfach, dass ihr mal so einen gewissen Überblick habt, was diese Reise am Ende gekostet hat. Unterwegs waren wir quasi knapp 12 Tage, wenn ich es jetzt richtig habe. Wir sind am 2. geflogen, sind aber schon am 1. nach Frankfurt gefahren. Das Hotel habe ich also auch mit eingerechnet. Am 2. dann geflogen, am 3. auf Schiff und am 13. sind wir späten Nachmittag wieder aus San Francisco weggeflogen, zurück nach Hause. So, also könnt ihr euch so ein bisschen ungefähr vorstellen, es waren nicht ganz 14 Tage, die wir da quasi Urlaub gemacht haben. Und da seht ihr dann jetzt mal so ein bisschen, oder ich erzähle euch, was hat das alles gekostet. Blend dann auch noch mal so ein paar Bildchen da ein, dass ihr dann vielleicht auch eine kleinere Vorstellungskraft habt. Wer genauere Details auch über die Hotels und so weiter haben möchte, der kann natürlich gerne auch mal auf unserem Business-Kanal von der Reisevermittlung nachschauen. Da haben wir dann natürlich diese Sachen ein bisschen genauer und anders aufgelistet. Das verlinke ich euch oder den Kanal verlinke ich euch in der Infobox. Ja, und jetzt legen wir mal los mit dem leidigen Thema Geld in Anführungsstrichen. Denn ganz günstig war es nicht, wobei wir sagen müssen, im Verhältnis, wenn wir sehen, was manch anderer so für Roadtrips und sowas oder für Reisen ausgibt, war es vielleicht noch günstig. Aber das könnt ihr ja vielleicht am Ende mal selber beurteilen, wie ihr das einschätzen würdet. Ja, dann starten wir mal mit dem Punkt, die Kreuzfahrt inklusive der Anreise, sprich der Flüge dorthin und auch wieder zurück, hat gekostet, ich muss jetzt ablesen, weil dafür bräuchte dann alle doch mal einen Spickzettel, 2.356,24 €. Was ist nun da alles drinne? Ja, es ist halt zum einen, wie ich gesagt habe, die Anreise, wobei man bei der Anreise jetzt sagen muss, das beinhaltet jetzt nicht irgendwie Zug zum Flug oder irgendwas oder sonst was. Also die Anreise nach Frankfurt, die haben wir selber organisiert und bezahlt, sondern das ist rein der Flug halt von, ja, Frankfurt sind wir halt geflogen nach Los Angeles und dann eben von San Francisco zurück wieder nach Frankfurt. Das ist also in diesem Reisepreis mit drinne, neben der Kreuzfahrt. Liegt halt daran, ich habe das zusammengefasst und nicht die Flüge einzeln, weil das einfach ein Gesamtpaket war, was wir dann gebucht haben. Man konnte sich also ein Flugpaket dazu buchen, wie das bei den Reedereien so möglich ist. Wir konnten das auch so legen, dass wir wirklich sagen konnten, wir reisen einen Tag früher an und wir machen dann noch den Roadtrip und fahren dann erst später zurück, fliegen. So, also die Flüge dorthin waren mit drinne, dann die Reise auf der Navigator of the Seas selber und die beinhaltete bei diesem Preis für uns beide. Das sind also immer Preise für 2 Personen. Das ist alles also für meinen Mann und mich, was wir ausgegeben haben. So, von daher, also das beinhaltete die Übernachtung in einer Innenkabine. Wir nehmen fast immer die Innenkabine, wenn nicht die Balkonkabine nur einen kleineren Aufpreis hat, weil wir einfach so ziemlich nie auf der Kabine sind. Und dann geben wir das Geld lieber anderweitig aus, was den Aufpreis ausmacht. Besonders auf so kurzen Fahrten, wo auch nur ein Seetag war. So, also es war die Innenkabine. Dann werdet ihr auf dem Schiff sehr, sehr gut verpflegt, wobei eben nicht alles mit drin ist. So, drinne ist natürlich, ihr könnt im Prinzip auf der Navigator of the Seas, auf den noch größeren Schiffen von Royal Caribbean ist es noch mehr, könnt ihr im Prinzip 24 Stunden am Tag essen. Die Auswahl ist auch da schon sehr groß. Auf den größeren Schiffen gibt es noch mehr verschiedene Restaurants und Snackbars und sowas alles. Aber da war es auch schon so, dass ihr zum Beispiel auch an einem Ort wirklich so ziemlich 24 Stunden irgendwas zu essen kriegt, was im Reisepreis schon drin ist. Ihr könnt Buffet-Restaurant nutzen, Bedienrestaurant nutzen. Es gab so oder es gibt so Stationen, wo ihr Softeis ziehen könnt. Das ist also alles im Reisepreis mit drin. Getränke wiederum nur sehr bedingt. Da ist es eben so: Kaffee, Tee, dieses Eiswasser, ungesüßter Eistee, Orangensaft, allerdings kein frisch gepresster. Es war da auch noch so ein Maracuja-Saft, den man morgens immer kriegen konnte und so, den man sich so zieht, ist mit drin. Es gab dann noch so eine hauseigene Limo.
dort auf der Navigator komischerweise zu unserer Zeit, als wir gereist sind, nur eine Sorte, während wir, wenn wir auf den größeren Schiffen, wir waren ja im April mit der Symphony unterwegs und da gab es 3 oder 4 verschiedene Limo-Sorten, die so herstellen oder die deren Eigenmarke quasi sind und die sind sehr lecker. Also ich mag die und komme damit sehr gut über den Tag. Alles andere, was ihr dann eben haben wollt, wenn ihr einen Wein trinken wollt, einen Cocktail oder so, das kommt extra. Das ist nachher noch ein anderer Punkt mit Verpflegung an sich auf der Reise und da kommt das dann mit zu. Aber wie gesagt, die gerade aufgezählten Sachen sind also in diesen 2300 etwas mit drinne. So. Es gibt auch die Möglichkeit, sich noch Getränkepakete zu kaufen, da gibt es verschiedene, aber das ist wieder ein anderes Thema und das hat jetzt hier nicht unbedingt was mit zu tun, weil wir es nicht genutzt haben und daher die Kosten dafür erstmal irrelevant sind. So, ferner ist mit drin so ziemlich alles, was ihr an Bord machen könnt. Nicht alles, also zum Beispiel Wellness oder so, wenn ihr da Anwendung habt, in die Sauna wollt oder so, das kostet extra. Aber ihr könnt dort auf dem Schiff zum Beispiel Eislaufen. Es gibt also eine Eislaufbahn, die wird zwischendurch auch immer mal für Passagiere freigegeben. Schlittschuhe und so weiter habt ihr alles da, also braucht nichts mitschleppen, sondern das könnt ihr da leihen, kostet auch nichts extra. Abends finden da ganz tolle Eisshows statt, die sind auch inklusive, da braucht ihr nichts extra für zahlen. Gleiches gilt natürlich für Theater, für Live-Musik in den Bars und so weiter und so fort. Unterhaltungssachen, es wird kostenfreie Kinderbetreuung angeboten, die wir jetzt zwar nicht nutzen brauchten, aber falls ihr das jetzt seht, das Video, und wollt es mal mit Kindern machen. Also da gibt es so viel Wasserrutschen und. Das ist also auch alles mit in diesem Reisepreis enthalten. Ja, das Schiff ist im Prinzip eine Unterkunft, aber wir haben ja auf dieser Reise noch mehr Unterkünfte nutzen wollen, und zwar Hotels. Und da sind die Hotelkosten für diese Reise gewesen 843,20. Wohlgemerkt, das ist jetzt alles in Euro, Teil, was ich jetzt so aufgeschrieben habe, teilweise auch ein bisschen auf- oder abgerundet bei den krummen Beträgen, weil logischerweise alles, was wir in den USA genutzt haben, ist natürlich erstmal Dollar, aber einiges hat man, wenn man es hier vorab gebucht hatte, waren es angegebene Preise in Euro, zum Beispiel über Booking.com und so weiter. Aber ich habe das jetzt der Einfachheit halber gemacht. Also rechnet da irgendwie 20 oder 30 Euro noch drauf oder runter. Aber so roundabout waren es also 843,20 Euro für Hotels. Und zwar für folgende Hotelübernachtungen, die wir also alle noch brauchten. Wir sind also einen Tag vor Abflug, einfach damit es nicht so stressig ist und weil wir auch vormittags geflogen sind, sind wir von hier nach Frankfurt gefahren und haben dort ein Hotel gehabt, was aber auch den Shuttle zum Flughafen dann schon inbegriffen hatte im Übernachtungspreis. So, da haben wir also übernachtet. Es war das Achat Hotel, war auch unserer Meinung nach sehr gut. Zimmer war praktisch eingerichtet, war alles sauber. Wir haben nicht viel genutzt. Wir haben auch morgens nicht die Zeit gehabt zum Frühstücken. Von daher kann ich so nichts zu sagen. So, aber das haben wir gehabt. So, dann sind wir, wie gesagt, am 2. Oktober in Los Angeles angekommen, beziehungsweise oder mussten dann noch weiter nach Long Beach, weil von da ging die Kreuzfahrt los und haben dort natürlich auch übernachtet im Hotel Royal, hieß das da. Ein ganz niedliches Boutique-Hotel, recht zentral gelegen, da haben wir also genächtigt. Ich weiß jetzt die einzelnen Preise für die Hotels jetzt so nicht mehr, ich hatte es vorhin zusammengerechnet. Ne, aber das war mit drin, war auch sehr gut eingerichtet. Ihr hattet da eine ganze Küchenzeile, wenn man also das Ganze mal 2, 3 Tage machen möchte, was wir sogar ausdrücklich empfehlen würden, weil Long Beach ist eigentlich sehr, sehr schön. Wir hatten eigentlich zu wenig Zeit, haben wir hinterher gemerkt. Also das ist ein Hotel, was man durchaus auch mal 2, 3 Tage machen kann. So, habt da eine Küchenzeile, so könnte man sich dann auch selber mal aus dem Supermarkt was holen und da kochen und so weiter. So, das war dann also vor der Kreuzfahrt. Als wir dann die Kreuzfahrt beendet hatten, haben wir noch 2 Übernachtungen in Santa Monica gemacht, um uns natürlich eine Tagestour LA dann noch zu machen, um Santa Monica Pier, Santa Monica Beach und das alles zu sehen. So, und das Hotel war mit drin, beziehungsweise es war ein Motel, ein ganz schnuckliges, ein sehr, sehr altes Motel auch, eines der ältesten dort in der Region, wie wir erfahren haben. So, das haben wir also 2 Nächte dort genutzt. Dann sind wir ja mit dem Mietwagen losgefahren von Los Angeles bzw. dann in Santa Monica Richtung San Francisco und haben da eine Zwischenübernachtung in Morro Bay gemacht, also da ein Hotel genutzt für eine Nacht und dann auch nochmal eine Übernachtung in Monterey. So, und dann in San Francisco auch nochmal 2 Übernachtungen in einem Hotel. Und für diese ganzen Hotels, für diese ganzen Übernachtungen haben wir also diesen Preis gezahlt gehabt.
Wichtig ist zu wissen, da war nirgendwo irgendwie ein Frühstück oder irgendwas mit drin. Das war alles wirklich rein die Übernachtung und alles andere käme dann extra, wenn ihr da was wollt. Ja, und diese Extras sind zum Beispiel, wenn ihr essen geht, wenn ihr euch im Supermarkt oder bei uns war es dann so, dass wir uns im Supermarkt dann auch teilweise mal was geholt haben für die Fahrt, so Äpfel, Obst, was auch, irgendwelches anderes Obst und so weiter und so fort. Oder wenn man mal an irgendeinem ja, kleinen Laden vorbeikommt und holt sich schnell was zu trinken oder so. Das summiert sich natürlich auch auf so einer Fahrt. Wir haben schon immer versucht, ja, doch ein bisschen drauf zu achten. Also wir sind nur wirklich einmal am Tag richtig groß essen gegangen. Also immer abends eigentlich haben wir uns irgendwo schick hingesetzt oder gut hingesetzt und einen schönen dicken Burger oder irgendwas gehabt. Und tagsüber haben wir es wirklich so bei Snacks belassen. Wobei man natürlich sagen muss, je nachdem wo man ist, kann auch so ein Snack schon mal so teuer sein, wie wo man hier vielleicht schon eine schöne dicke Pizza für kriegt oder so. Alles in allem haben wir also für Getränke, Essen und Snacks, die wir so außerhalb ja, des Schiffes quasi zu uns genommen haben, auch bei Landgängen über, auf dem Schiff, die waren natürlich auch oder damit einbegriffen, wenn wir da mal irgendwo an Land einen Cocktail getrunken haben oder irgendwas. Aber haben wir ausgegeben für diese ganze Reise 697,06 €. So, da habe ich jetzt aber wirklich jeden kleinen Pieps habe ich mir aufgeschrieben, einfach so, weil um das zu wissen, also irgendwo mal so kleine in San Francisco am Pier 39 haben wir dann, oder generell da Fisherman's Wharf, haben wir gerne mal so kleine Snacks gehabt. Da gab es zum Beispiel einen Laden, die hatten so ganz tolle Marshmallows, die dann mit Schokolade überzogen waren, wurden da auch so gemacht. Die kamen irgendwas um einen Dollar oder sowas. Aber selbst sowas habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, um zu gucken, okay, was deckt man denn so alles und was kostet es am Ende wirklich? So, das waren eben dann am Ende diese 697,06 €. Inbegriffen waren da auch Trinkgelder, die man zum Beispiel, wenn wir jetzt im Restaurant waren oder so und die Gesamtrechnung dann kam, da ist es ja immer so in den USA, da kann man dann sich entscheiden, wie viel Trinkgeld möchte man da geben, 20%, 10%, 15% was da es gibt, ihr könnt es ankreuzen, dann habt ihr das nochmal auf dieser Rechnung draufstehen, so das war mit drin. Trinkgelder, die wir so für andere Sachen, das kommt nachher nochmal auf einen anderen Posten, aber da sowas zum Beispiel war eben auch dort in dieser Rechnung oder in diesem Betrag mit drin. Ja, dann hatten wir ja von Santa Monica bzw. Von LA aus, wir haben den Wagen am Flughafen abholen können, einen Mietwagen, mit dem wir dann eben bis nach San Francisco gefahren sind. So, und da haben wir für den Mietwagen und auch für Sprit, also das musste dann halt logischerweise dann in San Francisco wieder vollgetankt werden, haben wir insgesamt 410 €, Dollar, wie auch immer man das am Ende sagen will. Also wir haben es dann hier ja irgendwann umrechnen lassen, was war ja der Umrechnungskurs, haben wir dafür dann bezahlt. Also das war verhältnismäßig günstig, wie wir fanden, besonders wenn man dann die Spritpreise zu der Zeit noch hier gesehen hat. Also das ging auf jeden Fall auch für die Strecke, die wir zurückgelegt haben und so weiter. Und war auch ein wirklich guter Mietwagen, war schönes Auto, sehr komfortabel, sehr bequem. Wir hatten extra einen größeren genommen, einfach, dass wir vernünftig die Koffer hinten reinbekommen, dass die nirgendwo so offensichtlich sind, weil da ja viel mit Auto aufbrechen und so weiter ist. Zwar haben wir den so in den größeren Städten ja nicht genutzt, sondern wirklich nur so Highway 1 und dann so in kleineren Bereichen, so wie jetzt eben Morro Bay oder so. Aber trotzdem war uns das sicherer am Ende, wenn man irgendwo anhält. Und von daher haben wir uns dann für ein größeres Auto entschieden. Ja, dann haben wir 306 € ausgegeben für gewisse Unternehmungen, Eintritt, wie auch immer man das alles zusammenfassen möchte. Da waren wir insofern relativ sparsam, als dass wir nichts über die Reederei während der Kreuzfahrt gebucht haben. Also diese zwei Landgänge haben wir auf eigene Faust gemacht, einfach weil man das sehr gut konnte dort. Und zweitens, weil wir generell so Menschen sind, die ganz, ganz selten irgendwie was wirklich über die Schiffe selber buchen. Das machen wir schon lieber selber und nicht so in diesen massigen Gruppen oder so. Daher war das jetzt noch relativ günstig. Hätten wir da Ausflüge vom Schiff her gebucht, wäre es natürlich wesentlich teurer gewesen, weil die manchmal auch sehr, sehr teuer sind. Für unseren Geschmack manchmal auch zu überteuert. Da kann man dann vielleicht besser, wenn man es möchte, einen Tourguide von vor Ort buchen oder was auch immer. So, also das 306 €. Allerdings muss man nur sagen, der größte Posten war dort die Tagestour in Los Angeles. Da hatten wir einen fantastischen Guide, einen deutschen Auswanderer, der da seit über 30 Jahren lebt, der einem auch mal Sachen gezeigt hat, die jetzt nicht so die typischen Touristenziele sind und dennoch auch alles andere. Wir sind den ganzen Tag dort mit dem Auto von ihm unterwegs gewesen, sind mal angehalten und so weiter und so fort. Also diese Tour ist zum Beispiel in den Kosten drin oder auch unsere Tour mit dem Boot zur Golden Gate Bridge und sowas halt alles. So, und das waren dann eben so 306 €.
Cable Car natürlich auch, darf nicht fehlen, wenn man in San Francisco ist. Und das habe ich dann auch nicht unter Transportmittel verbucht, weil wir damit einfach nicht von A nach B wollten, sondern einfach nur mal mit dieser berühmten Straßenbahn fahren. Ja, dann natürlich auch Fahrtkosten, Transportkosten, wie auch immer man das nennen will, abseits des Mietwagens und des Tankens. Sprich, dann wirklich, wenn man öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat, um zu irgendeiner Sehenswürdigkeit zu kommen. Zum Beispiel haben wir in San Francisco auch so einen Buspass uns geholt und sind dann mit dem Bus wohin gefahren. Dann haben wir sehr viel Uber genutzt, auch für die Transfers, zum Beispiel vom Flughafen in Los Angeles bis zum Hotel in Long Beach oder dann vom Hafen zum Hotel in Santa Monica und. Und da waren wir dann letztendlich bei einem Kostenpunkt von 369 Euro, wie gesagt, ohne Mietwagen und Sprit, das hatte ich ja schon extra erwähnt. Ja, und dann haben wir als letzten Posten noch eine Ausgabe von 336,95 und da sind alle solche Dinge drin, wie jetzt Souvenirs, die wir uns gekauft haben, Mitbringsel für die Verwandten. Wir haben so Knoblauchgewürze da in Gilroy gekauft, in dieser Knoblauchhauptstadt und so weiter. Das ist also damit drin. Und auch die Trinkgelder, die jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie wie jetzt die auf der Kreuzfahrt dort im Reisepreis wir schon mit einrechnen lassen haben, die da bezahlt wurden, die ja da unter der ganzen Crew verteilt werden, sondern oder eben diese, die wir im Restaurant schon auf diesen oder die dann noch mit auf dem Kassenzettel standen und so, die ich vorhin schon in der anderen Planung mit drin hatte, sondern die einzelnen, die man so nochmal nebenher gibt, wie zum Beispiel auf dem Schiff unser Housekeeper. Das ist immer so, egal wie wir die Kreuzfahrt machen, selbst wenn wir nicht ganz so mal zufrieden gewesen wären. Ich glaube, hatten wir ein oder zweimal, dass wir gesagt haben, okay, war alles gut, aber war jetzt nicht überragend. Aber selbst dann lassen wir immer noch ein paar Dollar da, weil diese Leute, die geben einfach alles und die sind an sich so lieb. Da würde ich nie einfach so gehen, ohne da nochmal einen extra kleinen Umschlag besonders für ihn zu lassen oder für sie. Hauskeeperin gibt es ja natürlich auch. So, oder man hat mal einen besonders lieben Kellner gehabt, dem man mal einen Dollarschein zugesteckt hat. Oder wir hatten auf dem Schiff ganz tolle Crewmitglieder, die vor dem Buffet-Restaurant standen. Und jedes Mal, wenn man da hinkam, haben die mit Gitarre und Tambourin was, glaube ich. Ja, Tambourin heißt es hier, dieses. Ist ein Tambourin, ne? Ich muss jetzt immer, oh Gott, jetzt ist es peinlich. Die haben dort also gestanden und haben bekannte Lieder umgetextet, damit die Leute quasi zum Waschbecken gehen und sich vorab die Hände waschen. Also auf eine wirklich tolle Art und Weise und lustige Art und Weise eben darauf, auf die Hygieneregeln aufmerksam gemacht, beziehungsweise die Hygiene, die man einhalten sollte. Nun muss man sagen, das mit dem Washi-Washi und so weiter, das ist auf Kreuzfahrtschiffen, das war schon lange vor Corona, also da waren die Hygienemaßnahmen schon immer die eigentlich selbstverständlich sind, waren da schon immer. Und da haben die sich öfter was einfallen lassen. Und die zwei, die waren so besonders und auch die haben das so toll gemacht und auch die Lieder, wie die umgetextet haben, dass wir dann irgendwie natürlich auch so zum letzten Darin haben wir, sind wir dann da hingegangen und haben denen auch noch ein Scheinchen zugesteckt. So, solche Sachen halt. Oder irgendwo, man hat irgendwo einen besonders netten im Hotel gehabt oder eben das Geld, was man aufs Kopfkissen dort üblicherweise legt für den Roomservice beziehungsweise für die Reinigungskräfte, die das Hotelzimmer dann säubern und so weiter. Das ist also alles in diesen Preisen mit drin, was man sich da so gekauft hat. Ja, und von daher war das dann der letzte Posten. Und jetzt kommt natürlich das Spannende, der Gesamtpreis. Ja, und am Ende haben wir für diese Reise, die also hier am 1. Oktober mit der Fahrt von Lingen hier aus nach Frankfurt anfing und dann am 13. Oktober wieder hier in Frankfurt mit der Rückreise dann hier zu uns nach Hause endete, 5.318,45 bezahlt. Roundabout. Wie gesagt, das sind teilweise ja Kreditkartenabrechnungen, wo noch der Umwechselkurs, Umrechnungskurs, Dollar, Euro und so weiter ist. Ich habe vieles der Einfachheit halber oft, also ich habe es mir immer in Euro mit versucht, so ein bisschen aufzuschreiben und so weiter. Also, aber roundabout, lasst es 5,5, lasst es 5,2 sein, irgendwo um den Dreh. Aber das haben wir also für diese Reise, Roadtrip und vorher die kurze Kreuzfahrt letztendlich bezahlt. Ich bin der Meinung, das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick viel Geld, aber für das, was wir alles gemacht haben, was wir bekommen haben, finde ich es jetzt noch gar nicht so teuer für die Verhältnisse. Das geht durchaus wesentlich teurer, geht aber mit Sicherheit auch noch einen Tacken günstiger, weil man ja auch gewisse Sachen einfach weglassen kann. Es ist ja niemand gezwungen, sich in jedem Ort zum Beispiel Magnetpins zu holen. Wir machen das, weil wir die sammeln. Es war aber auch so, dass dort teilweise, ich glaube, der teuerste war fast 9 Dollar.
So, und wenn man das dann weglässt oder so, spart man ja auch schon wieder was. Also es geht mit Sicherheit wesentlich teurer, aber es geht auch noch vielleicht einen Tacken günstiger. Aber so, ja, 5 Scheine sollte man schon einplanen. Selbst wenn man jetzt sagen würde, nee, ein Schiff will ich jetzt gar nicht, würde dafür aber dann wahrscheinlich ein paar Tage mehr irgendwie Los Angeles, San Francisco machen oder auf dem Roadtrip selber noch eine Zwischenübernachtung. Wäre auch sehr angenehm, weil wir haben gemerkt, es war eigentlich fast schon zu wenig Zeit. Aber selbst wenn man das dann macht, wird es vielleicht ein bisschen günstiger als die Cruise. Aber da die Cruise an sich, die hat, ich glaube, es waren um die 600 € gekostet, als wir erstmal einzeln nur geguckt haben, dann in dem Gesamtpaket mit den Flügen. Also das Teuerste sind ja halt die Flüge und die braucht ihr so oder so, selbst wenn ihr jetzt sagt, ich lasse die Kreuzfahrt weg, aber ihr rüber müsst ihr ja. So. Von daher, ja, das waren jetzt mal, war jetzt mal ein kleiner Einblick so in die Kosten, beziehungsweise was beinhalteten die Kosten bei uns. Und von daher, wenn ihr jetzt mal irgendwie was Ähnliches plant, habt ihr vielleicht so einen kleinen Anhaltspunkt und wisst das so ein bisschen einzuschätzen. Natürlich ist es so, überall schwankt es und was auch sehr, sehr, sehr teuer war. Also in den USA ist es vielleicht gar nicht so günstig, wenn man sagt, ich gehe in ein Hotel und versorge mich selber, weil wir haben festgestellt, dass die Lebensmittel, die wir da teilweise hätten kaufen können oder hätten kaufen wollen, dass die wirklich mega teuer sind. Also hier ist es ja schon teuer geworden, so in den letzten Monaten. Aber da, ich habe teilweise auch bei gleichen Marken gesehen, das war so ein Ziegenfrischkäse, den ich hier gerne mal nehme und mir aufs Brot streiche. Die Packung kostet hier, glaube ich, jetzt mittlerweile auch 2,39 oder so. Gab es früher auch schon mal für 1,99 oder irgendwie so. Die gleiche Verpackung dort, gleiche Marke, die haben dort irgendwie 7 Dollar irgendwas. Also gleiche Menge alles. Das war jetzt nicht irgendwie, dass das ein riesen Pott oder so wäre, wie da auch gerne mal verkauft wird. Nee, nee, es war alles das Gleiche und von daher, also muss man auch gut abwägen, ob das wirklich dann nicht teilweise günstiger ist, irgendwo essen zu gehen. Und wenn man auch nur einmal am Tag etwas Größeres isst, aber selbst wenn du morgens irgendwo beim Bäcker ein Croissant mit einem Kaffee holen gehst, ist es wahrscheinlich günstiger, als wenn du dir Brot im Supermarkt holst, den Aufschnitt dazu und. Aber das sind so Sachen, das muss jeder auch für sich sehen. Jeder setzt auch die Prioritäten anders. Aber so um den Dreh, das sind so die Posten, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Ja, und vielleicht macht der eine oder andere ja demnächst auch so einen Roadtrip oder hat schon gemacht, was auch immer. Ja, und von daher schauen wir mal, wann wir vielleicht den nächsten machen. Also wir würden das gerne auf jeden Fall nochmal wieder machen. Aber für dieses Jahr sind erstmal andere Dinge geplant. Unter anderem ist ja auch schon wieder eine Kreuzfahrt gebucht für Ende des Jahres. Und mal sehen, was sonst noch so kommt. Aber in diesem Sinne war es das für dieses Video erstmal und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.